Periodische Dezimalzahlen miteinander multiplizieren. Also Beispiel, ich habe 0,3 mal 0,2 Periode 2. Oder gar 0,3 mal 0,3 Periode 3. Was ergibt das wirklich? Und was steckt dahinter? Das ist die eine Sache. Und wie kann ich, hier geht es ja noch einfach, weil man sich 0,3 Periode 3 als ein Drittel merken kann. Wie kann ich aber grundsätzlich dann solche periodischen Dezimalzahlen, also Kommazahlen mit einer Periode drin, wie kann ich die verwandeln? Dazu gibt es eine ganz einfache Methode, zeige ich dann zum Schluss. Die sieht dann so aus hier. Das ist ganz einfache, wie Gleichung umformen, also ganz billig, Äquivalenzumformung. Gut, aber kommen wir nochmal zu den Grundlagen zurück. Normalerweise hatten wir früher immer gesagt, wenn ich sage 0,1 mal 0,3, ach ja, das geht leicht, 1 mal 3 ist 3, das schreiben wir ein bisschen nach hinten und wir zählen ab, 1, 2 Kommastellen, eine habe ich schon, eine setze ich dazu, setze 0 davor, das habe ich. Ja gut, das mag ja soweit noch einfach sein, aber was ist, wenn dann plötzlich eine Periode darüber steht? Ergibt es dann wirklich, also wenn ich jetzt sage, hier ist Periode 3, ergibt das dann wirklich 0,03 Periode 3? Das können wir dann gleich ausprobieren. Aber, also, was steckt dahinter? Gucken wir uns das mal an. Nehmen wir an, die Aufgabe heißt so, 0,3 mal 0,2 Periode 2. Was ergibt das wirklich? Dann wandle ich um, das ganz schnell in 3 Zehntel und das in 2 Neuntel. Wenn man das nicht weiß, 0,1 Periode 1 ergibt, ja, ein Neuntel. Wer das dann so weiß, weiß zwei Neuntel. Wenn nicht, dann, Leute, ich werde hier oben links immer anfügen. Einfach gucken, da verweise ich mal auf so ein Video oder zum Schluss dann mehrere Videos, die sich mit dieser Umwandlung nochmal konkret beschäftigen. Aber nicht mit auswendig lernen, mit lange rumtricksen, sondern ganz einfach. Gut, das ist also nichts anderes wie üblich, Brüche multiplizieren, 3 mal 2 ist 6 und 10 mal 9 ist 90, gekürzt macht das 2 Dreißigstel. Dann muss ich wieder nach der alten Schwänzchenrechnung vorgehen und sage 2, 2,0 habe ich hier mal hingeschrieben, damit man das besser sieht. 2 durch 30 ist also 0 und so weiter und so fort. Und ich merke dann, also das muss 0,06 Periode 6 ergeben. Also das hier wird 0,06 Periode 6. Ja, könnte man hier, ne, wenn ich mir das so angucke, könnte das auch funktionieren. Wenn ich das mal schnell mache, das wäre ja hier, ich mache mal hier weiter, das wäre ja ein Zehntel mal, und jetzt das ist ein Drittel. Ein Drittel, das ergibt einmal 1 ist 1 und unten 10 mal 3 ist Dreißigstel. Gut, bis dahin weiß ich das. Dann sage ich 1 durch 30. 1 durch 30, 1, da passt 30 0 mal rein, jetzt sage ich, ich komme am Komma vorbei. Ich borg mir jetzt also hier diese 0. 1,00000 kann ich immer schreiben. Also 10 durch 30 passt es immer noch nicht rein. 100 durch 30 passt es dreimal rein. 3 mal 30 ist 100. 90, aha, bleiben 10 übrig. Ach, jetzt geht der ganze Kram wieder von vorne los. Okay, das würde hier noch gehen. Ne? Das kann man noch machen. Was ist aber, wenn ich 0,3 mal 0,3 jeweils Periode 3 nehme? Das ist ein Drittel mal ein Drittel ist ein Neuntel. Ein Neuntel, oh, ergibt aber 0,1 Periode 1. Also ist das Ergebnis hier, ich mache das hier oben mal weg, das ist jetzt ein bisschen albern. Das wussten wir ja. Gut, dann ergibt das hier also 0,1 Periode 1. Das sieht man diesen Dingern aber nicht an. Ne? Noch schlimmer wird es, was wenn ich sage 0,4 mal 0,6 Periode 6. Gut, 4 Zehntel, hier 2 Drittel, wenn man das auswendig weiß, geht es einfach. Ergibt dann, hier kurz zwischendrin gekürzt, 4 Fünfzehntel. Oh, das ergibt 0,26 Periode 6. Normalerweise sagt man ja 4 mal 6, ja 24, also müsste hier hinten eine Ziffernfolge 2,4, 2,4, 2,4 vielleicht auftreten. Nee, die Periode 6 wiederholt sich. Könnte spannend aussehen, ne? Aber so geht es jedenfalls, so kann man sich mit der ganzen Sache behelfen, wenn man gerade keinen Taschenrechner hat, der das umwandelt. Und jetzt, wie wandelt man grundsätzlich einfach so mal schnell einen periodischen Bruch um? Ich zeige das mal, hier habe ich es hingeschrieben und ich zeige das mal am Beispiel von 2 Neuntel. 2 Neuntel hat mir gesagt, das soll 0,2 Periode 2 sein. Dann sage ich, okay, wenn ich das umwandeln will, dann brauche ich zur Äquivalenzumformung brauche ich zwei Seiten, also schreibe ich das als Gleichung auf. Bis jetzt 0,2 ist nichts Besonderes. Jetzt sage ich gut,
weil ich eine Kommastelle hier dahinter habe, die sich immer wieder wiederholt, nehme ich die Sache mal 10. Was passiert dann? Dann habe ich 10 mal 0,2 Periode 2 hier stehen. Und hier rutscht die ganze Geschichte so nach vorne. Wie gesagt, wird dann ausführlich nochmal erklärt. Jetzt sage ich, warte mal, das splitte ich mal auf, die linke Seite. Also ich split. Split heißt aufspalten. Ich sage, das ist 10 mal sowas, ist genauso wie 9 mal sowas plus 1 mal sowas. Also sage ich 9 mal 0,2 Periode 2 plus 1 mal, das schenke ich mir, 0,2 Periode 2. Hier, das lasse ich so stehen. Und jetzt sage ich, okay, ich ziehe mal dieses Stück ab. Ich möchte eine Gleichung lösen hier, ne? Und da muss ich sagen, erst die Strichrechnung, in diesem Fall umgekehrt wie Klaps rückwärts. Vielleicht kriege ich den Link dann noch zu Klaps rückwärts an, was das bedeutet. Also minus 0,2 Periode 2. Dann fällt das hier weg. Hier drüben steht noch 9 mal 0,2 Periode 2. Und hier, wenn ich diesen Teil hier hinten wegbombardiere, bleibt eine 2. Wenn ich jetzt durch 9 teile, aha, dann steht hier 0,2 Periode 2 steht alleine und hier steht 2 Neuntel. Und so habe ich es umgewandelt. Das ist jetzt hier vielleicht übertrieben, weil man das ja auswendig weiß. Es ist aber nicht übertrieben, wenn ich es mal mit solchen Sachen zu tun habe, meinetwegen 1,4321 Periode, hinten 2,1. Was mache ich dann? Naja, das wird, wie gesagt, dann hier zum Schluss, füge ich nochmal links an, ausführlich erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was damit anfangen und ihr braucht, wenn ihr keinen Taschenrechner nehmen dürft, dann nicht mehr so viele auswendige Fakten, sondern ihr könnt einfache Sachen, die ihr schon kennt, anwenden. Ich wünsche euch viel Freude, wenn es dann geklappt hat, würde mich mal über einen Kommentar oder Daumen freuen. Der kann auch ruhig nach unten gehen, wenn es nicht verstanden ist. Gut, muss ich damit leben, dann muss ich mich verbessern. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.